werden heute mit dem Hubschrauber, der hinter mir steht, dem sonst häufig auch der Bundeskanzler transportiert wird, heute eine Feuerlöschübung durchführen, um für den Ernstfall fit zu sein. Denn bei der aktuellen Witterungslage müssen wir damit rechnen, dass es wieder gehäuft zu Waldbränden kommt. Und dann werden wir mit diesem Hubschrauber bereitstehen, um diese Waldbrände löschen zu können. Unter diesem Hubschrauber wird an einem ca. 8 Meter langen Seil ein Behälter angebracht, mit dem wir Wasser aufnehmen können. Und dieses Wasser wird dann über den Brandstellen aus der Luft abgeworfen, was eben häufig schneller geht und einfacher, als wenn es vom Boden aus gemacht wird. Vor allem, wenn die Waldgebiete, die brennen, sehr groß sind. Tatsächlich 2000 Liter rein, also das sind insgesamt 2 Tonnen Wasser, die dann unten an dem Hubschrauber dranhängen. Genau, die werfen wir dann über den entsprechenden Stellen ab. Der Behälter leert sich in 2 bis 3 Sekunden, sodass das sehr viel Wasser in sehr kurzer Zeit auf relativ begrenzten Raum ist. Bei diversen Waldbrandeinsätzen in den letzten Jahren, vor allem in den heißeren Sommern der letzten Jahre, war ich auch schon mit dabei, vor allem im Bereich Brandenburg und Sachsen, aber aus dem Stützpunkt heraus waren auch Besatzungen von uns schon auch mit den Lübtheen und ja, an ganz vielen Einsatzorten, selbst europaweit Anfang der 2000er in Portugal zum Feuerlöschen. Jetzt gibt es ja nicht nur die Gefahr vom Feuer, sondern auch vom Wasser. Und da war ja die Bundespolizei auch ganz weit vorn beim Einsatz im Ahrtal. Wie war das da? Ja, auch da waren wir mit einer Besatzung in einem Hubschrauber beteiligt. Wir sind letztes Jahr im Juli, am 15. Juli, dann sehr früh alarmiert worden und sind dann in das Einsatzgebiet geflogen. Da hatte der Hubschrauber in dem Fall dann keinen Feuerlöschbehälter unten angebracht, sondern eine Rettungswinde. Und mit dieser Rettungswinde haben wir dann im Bereich der Stadt Erftstadt mehrere Personen aus ihren Häusern gerettet, weil sie da aufgrund des Wassers selbst nicht mehr rausgekommen wären und die Gefahr sehr groß war teilweise, dass die Häuser einstürzen. Waren Sie selbst im Einsatz? Ich war selbst steuerführender Pilot bei diesem Einsatz. Wie viele Menschen konnten Sie retten? Wir haben insgesamt 12 Menschen mit der Rettungswinde aus ihren Häusern und von ihren Hausdächern gerettet.